Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, Aufzeichnungstag 15.05. Frisch 55 geworden. Mal gucken, ob sich die Fahrkünste verbessert haben oder nicht. Wir fahren heute die erste Geschichte im Event, müsste das sein. Trade Connections, Switzerland, irgendwas. Und zwar Chemikalien von Danzig nach Genf. Eigentlich die Strecke, die wir jetzt schon gefahren sind, nur andersrum. Und ich glaube, wir stehen auch schon am richtigen, im richtigen Disponenten. Das ist nämlich da, wo wir gestern Zeugs hingeliefert haben. So, jetzt hätte man vielleicht intelligenterweise vorher schlafen sollen. Da vorne steht der Auflieger. Kurzer, okay. So. Den hängen wir uns mal dran. Und dann würde ich aber sagen, genau, ich habe an meinem Geburtstag nichts Besseres zu tun. Wir fahren die Tour komplett durch, 1615 Kilometer will er uns da machen. Da müssen wir wieder über die Grenze und naja. Wenn zwischendurch mal Telefon klingelt oder an der Haustür wegen Paketdienst, dann ja, dann muss ich zwischendurch halt mal kurz unterbrechen. Mal gucken, wie lange wir brauchen dafür. Ach, das ist ja lieb. Ich habe übrigens die Mods wieder reingepackt erstmal. Wir werden hier so ein paar grafische Unfälle bekommen. Ich habe auch diesen Traffic Density Mod wieder drin. Der aktualisiert sich über den Steam Workshop inzwischen von allein. Und der ist angeblich auf der 1,50 schon. Das ist ein kurzer, ne? Oder? Ne, aber der andere war trotzdem länger. Am Blinken? Natürlich nicht. Vor allem muss man schauen, ob wir Abstürze kriegen oder nicht. Genau, dann wird das durchgerendert und dann habt ihr morgen früh eine Folge, die ihr gucken könnt. Nee, heute früh. Ihr guckt jetzt aktuell gerade. Ich muss immer... Ja, ich bin ja der Vergangenheits-Dude. Und... Ich bin schon wieder zu schnell unterwegs, glaube ich. Also diese pinkfarbenen LKW, muss man sagen, die gehören so nicht. Die Mods müssen von den Moddern noch überarbeitet werden. SCS sagt allerdings, boah, inkompatibel sind die nicht. Also grundsätzlich werden sie funktionieren. Und ja.
Mittelstreifen. Ach, hier haben wir jetzt Mautstation, ja. Ganz hinten könnte ich durch. Oder nicht? Nee, kann ich nicht. Hey! Alter! Mogeln sich vor hier, das ist unglaublich. Arschloch. Kollegenschwein, ganz ehrlich. Du nicht auch noch. Ja, der ist mir jetzt nämlich in den Auflieger gesemmelt. Idioten. Zahlemann und Söhne, so. Mal gucken, wie lange wir brauchen werden. Stunde? Zwei? Ich tippe so ganz grob auf eine Stunde. Mal sehen, wie oft wir noch aufgehalten werden. Und wie das mit dem Verkehr hier weitergeht. Das ist ja auch noch so eine Sache. Boah, ich weiß im Moment gar nicht, was ich erzählen soll. Mir fällt nichts ein. Barilla. Ja, der sieht auch aus, als wenn da Texturen fehlen. Die Chromtextur scheint mir zu fehlen. Das müsste eventuell Chrom sein, oder? Naja, aber mal schauen, wann die Updates kommen, wo die dann ersetzt werden. Funktionieren, ja, aber sie sehen unschön aus. Alles so mit diesem Pink. Wir werden noch einmal schlafen müssen, auf jeden Fall. Oh, das hätte er fast ins Auge gegangen. Ja. Müssen wir dann raus. Oh, diese Rüttelstreifen merkst du aber, du. Die haben, wie war denn das? Wegen dem Spurhalteassistent haben die ja am Force Feedback rumgearbeitet. Das merkst du im Rüttelstreifen ganz gewaltig. Säuft der schon ab. So. Nochmal Kohle abkassieren. Also er neigt sehr schnell dazu, abzusaufen. Entschuldigung, also auch wenn du die Kupplung vorsichtig trittst.
Ja, und ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt mit der 1.5. Es soll ja jetzt auch der neue Renault-Truck kommen. Er läuft ja im ETS ja auch schon. Der ist ja auch schon vorgestellt worden. Bin gespannt, wann der kommt. So. Baustellenampel oder Unfall? Baustellenampel. Nee, Unfall. Weil der Bus steht da ziemlich doof. Die haben sich getroffen auf jeden Fall. Ich kann jetzt auch keinen Meter zurück. Versuch einfach mal was. Weil das kann dauern, bis sich das hier aufgelöst hat. Oh, jetzt fährt er dann doch mal zurück. Okay. Keinen Unfall verursacht. Erzählt keinen Schmarrn. Ich habe den nicht mal berührt, habe ich den nicht. So. Muss man diese Event-Richtlinie noch mal genauer angucken, ob man jetzt in die Schweiz rein muss oder raus oder wie das gehen soll. Oder ob das egal ist. Ja, ich bin gespannt, wann die Updates für die Mods kommen, weil so, ja, sie sind kompatibel, aber nicht hundertprozentig. Ich würde das ja, ganz ehrlich, ich habe ja ein paar Mal gesagt, ich würde das ja unheimlich gerne mal mit einer VR-Brille spielen. Aber auf der anderen Seite 700 € für so ein Ding, das ist schon ganz schön heftig, finde ich. So, übrigens, lange Tour. Ich bin dann wie immer mal etwas schneller unterwegs, sofern es geht. Jetzt überhole, kommt garantiert was von vorne, oder? Viel Verkehr. So ein ungeduldiger Drängler gerade irgendwie. Alter, bist du bescheuert oder was? Da zieht der im selben Moment raus wie ich. Kann man nicht vorstellen, dass unsere Fracht noch heile ist.
Junge, Junge, das war ein Abenteuer, ganz ehrlich. In Weiß und Pink sieht der gar nicht so übel aus. Muss aufpassen, wenn ich mit dem Ding umkippe. Das ist ein WOT-Auftrag. Und den kriege ich nicht wieder aufgerichtet. Wenn der weg ist, ist er weg. Ich hätte vorher ein bisschen schlafen sollen. Das hätte vielleicht zum Vorteil gehabt, dass ich eventuell nur einmal schlafen müsste. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen öfter, weil 4 Kilometer geschafft habe ich ja auch noch nicht. Falls ihr irgendwelche Geräusche hört, nebenan ist eine Baustelle. Im Nachbarhaus wird irgendwie was gemacht. Man ist ja überall am Bohren und am Hämmern und am Stemmen und ja. So, durchgezogene Linie. Interessiert uns das? Grundsätzlich nein. Ich glaube, nach dem können wir es mal wagen, hier vorbeizuziehen. Geht ja auch gut bergab. Fahr doch mal verdammt noch eins. Du musst hier doch nicht so lang kriechen. Fürchterlich. Aber der schläft wirklich. Der ist noch schlimmer als die anderen da vorne. Die fahren natürlich alle rechts ab. Junge, der bleibt auch noch stehen, ey. Scheint leicht bergab anzugehen und die Chemie hinten drin ist ziemlich schwer. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, wenn ich irgendwie an der Kreuzung bin, Fußgängerüberweg oder sonst irgendwas, da kommt ein LKW oder ein Bus an und ich bin alleine, das ist die Voraussetzung, weil ich kann nicht für andere Leute sprechen. Wenn ich alleine bin, ich winke die dann durch. Die brauchen also so ein schwerer Lastzug, so wie jetzt hier zum Beispiel, die brauchen für mich nicht anzuhalten. Die 2 Sekunden habe ich dann auch noch. Und die bedanken sich dann aber auch. Weil gerade beim LKW, man merkt es hier in der Simulation ja schon, wie schwer es ist, so ein Ding dann auch erstmal wieder in Gang zu kriegen. Also hier geht es definitiv bergan. Weil im 12. Gang, ich werde immer langsamer.
weiß aktuell nicht mal, wo wir sind. Weiß nur, dass wir noch 1330 Kilometer auf der Uhr haben. 20 Minuten haben wir jetzt weg. Wir haben nicht mal... Komm mal! Das wird ein bisschen dauern, würde ich mal behaupten. Also wir haben ja oft unheimlich große Maßstäbe anscheinend. Fast so das Gefühl 1:1 teilweise. So, komm, mach grün. Komm mal kurz auf die Karte gucken. So, wir sind jetzt hier in Posen. Dann fahren wir hier über Berlin, Leipzig, Nürnberg, Stuttgart, bis da unten nach Genf. Naja, das kriegen wir hin. Lange Folge für euch am Donnerstag. Na Mensch. Ach ja. Dann denke ich, sollten wir bei Zeiten mal daran... Wir reizen es aus, nicht bis zum letzten. Aber wenn wir die erste Meldung bekommen bezüglich Lenkzeitüberschreitung und Fahrer gähnt oder sowas, spätestens dann sollten wir schlafen, weil ich muss irgendwo diesen, das was ich unten schon drin hatte an Schlaf, das muss ich irgendwie versuchen auszugleichen. Deswegen, wenn wir können, wenn wir es schaffen, würde ich gerne noch 300 Kilometer fahren, bevor wir überhaupt pennen. Am liebsten natürlich noch mehr. Dumagas. Von 1 in 3 funktioniert schon besser. 1 in 2 ist eine Katastrophe. Da ist eine viel zu kurze Übersetzung. Übertretung. Gib mir nicht auf den Sender, Mann. Aber wir haben ja das Geld. Da zahlen wir aus der Portokasse, hör mal. Oh, hier wird auch schon wieder geblitzt. Und nochmal. Nö, hier nicht. Okay. Jetzt kommen wir hier in Gang hier. Notorischer Linksfahrer. Ach ja, so.
Die Alexa will was von mir. Paket wird heute zugestellt. Genau, die Kerzen. Meinem neuen Trainingsanzug ist sich GLS nicht so ganz einig. Eigentlich sollte es heute kommen, jetzt angeblich morgen zwischen 21 und 22 Uhr. Da liefern die ja nicht mehr aus. Das ist ja Schwachsinn. Also, ja. Wir warten mal ab. Ich bin ja zu Hause. Sustmeier sagt mir auch was. Ich fahr mal rüber. Es scheint die Strecke ja weitestgehend frei zu sein. Oh, immer dieser dämliche Rüttelstreifen. Richtung Berlin ist schon mal ausgeschildert. Das ist schon mal eine super Sache. Ja, die 1000 Kilometer, das wird einmal quer durch Deutschland sein. Ich weiß gar nicht, wie weit das von Berlin nach München ist, zum Beispiel. km/h, 760 Euro. Ihr seid doch bescheuert. Ist der überhaupt da hinter mir? Der da, ne? Oder? Hat der mich geblitzt? Ernsthaft? Mit dem Bulli? Nimm mal Fenster drin hinten. Schon wieder so eine olle Mautstation. Technisch haben wir ganz schön was hinten drauf. Was habe ich gesagt? Wollte unter 1000 kommen nach Möglichkeit, ne? Mal schauen, ob das glückt. So, Grenzübergang. Hier geht's dann nach Deutschland rein. Ich? Warum hat der Hoppala gemacht, der Motorradfahrer? Naja, sagen wir mal 1100. Ich werde hier noch nicht drauf fahren. Ich glaube, wenn das erste Bußgeld kommt für Lenkzeitüberschreitung, dann können wir mal so langsam drüber nachdenken, ob wir irgendwo anhalten. Berlin sind noch 76 Kilometer, das ist nicht mehr die Welt. Sie werden müde, ja.
stört mich im Moment aber tatsächlich erstmal nicht. Bin gespannt, ob der Sensor funktioniert. Aber ich finde das schade, dass man die Händler so ausgeräumt hat, dass da nur noch so wenige LKW drin sind. Gerade so diese nostalgischen. Weiß nicht. Ich meine, für ein Spiel ist es ja letztendlich egal, was man für eine Karre kauft. Beziehungsweise welche Modelle vorhanden sind. Und ich finde das schon schade, dass man die rausgenommen hat. Also der Sensor hat nicht so richtig Bock. Ah, deutsche Autobahn, ne? Breit, Betonpisten, Hamburg, genau, super. Na, vielleicht kommen wir doch noch auf die 1000 runter. Schauen wir mal. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Kilometer hier durch Deutschland dann besser funktionieren, eben weil es ja doch recht gut ausgebaut ist, ne? Habe ich schon Bußgeld bekommen? Geschwindigkeitsübertretung. Aber ich habe noch keins bekommen wegen Lenkzeitüberschreitung. Von daher, lass es uns versuchen, auf 1000 runterzukommen. Okay, jetzt habe ich auch wieder den kurzen Wischer. Also jetzt scheint der Sensor aktiv zu sein. Komm, die 49, das reißen wir jetzt noch, wa? Nächste Rast an. Verstoß gegen die Ruhezeiten, okay. Diese lasse ich noch fallen. Die nächste ist dann unsere. Ich hoffe, ich kalkuliere damit richtig und kriege jetzt keine Probleme. Rasto Flaming, ja. Angehalten, ich weiß gar nicht, ob ich da schon angehalten bin. Ah, das sind ja nicht deutsche Autobahnen, so richtige Betonpisten. Ne? Da kann im Sommer die Sonne drauf stehen. Das ist ein einziger Glutofen, ey, ganz ehrlich. Ich hoffe, bis zum nächsten Rastplatz funktioniert das noch. Es ist im Übrigen so, ich weiß nicht, ob das die A9 ist. Es gibt eine Autobahn hier in der Nähe von Berlin,
Dort haben die roten Asphalt aufgebracht. Was auch immer das soll. Das wäre natürlich so ein Ding, wo man dann sagen könnte, boah, könnte SCS dann auch mal aufgreifen. Nicht nur diesen grauen Asphalt hier. Ja, nächster Parkplatz ist meiner. Wir sind unter 1000 Kilometer, das ist also soweit schon mal aufgegangen. Zweiter Verstoß gegen Ruhezeiten. Ja, jetzt wird es langsam brenzlig. Jetzt brauchen wir dann auf jeden Fall einen Parkplatz. Eieieiei, das liegt wieder, ne? Die Luft knistert schon wieder vor Spannung. Schaffen wir es nicht. Ihr seid alle am Nägel kauen, ich sehe es doch. Aber es ist mal wieder wie üblich, ne? Wenn du einen Parkplatz brauchst, kriegst du keinen. Auf der anderen Seite ist es jetzt ganz cool, es könnte glücken, dass wir wirklich nur dieses eine Mal dann schlafen müssen. Je nachdem, wie gut wir durchkommen. So, aber jetzt hätte ich dann schon ganz gern einen Parkplatz so langsam, ne? Sonst ballern wir nämlich gleich mit geschlossenen Augen in die Leitplanke. Das fände ich weniger lustig. Verändert sich schon das Gesichtsfeld. Bis hierher ist noch alles gut. Dritter Verstoß. Eieieiei. Warum baut man hier keine Parkplätze hin? Ganz ehrlich. Müsste eigentlich mal kurz auf die Karte gucken, wo der nächste ist. Ob wir das bis dahin noch unbeschadet schaffen. Ja, wenn ich das schon immer sehe, weißt du, sie sollten sich einen Parkplatz holen. Das ist aber auch, das ist ja im realen Leben ja auch so. Du stellst fest, Mensch, eine Stunde hast du noch und dann siehst du eine Stunde lang aber keinen Rastplatz, wo du anhalten kannst. Das ist auch, ja, auf der einen Seite, sage ich mal, eine sinnvolle Regelung, ja. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch vergessen, weil
einfach die Infrastruktur gar nicht dafür ausgebaut ist. Genauso wie jetzt mit Elektroautos und so weiter, diese ganzen Ladesäulen. Wie viel... Scheiße. Wie viel Fläche willst du dafür versiegeln? Ich glaube, meine Fracht ist im Arsch, wenn ich ankomme, oder? Autohof, ja, den nehmen wir, glaube ich. Da fahren wir mal kurz von der Autobahn ab. Du kannst übrigens, wer den ETS nicht kennt, du kannst hier in diesem Spiel in dem Moment nichts machen. Ob du lenkst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Du hast in dem Moment, du hast verloren. Aber 861 Kilometer ist schon nicht unbedingt schlecht, ne? So, ich brauche erstmal einen Parkplatz. So. Dann werden wir jetzt auch tanken. Okay, der Auflieger hat einen Schaden, aber deswegen muss ja die Fracht nicht kaputt sein. 1,79 Liter Diesel. Irgendwie ist das die ganze Zeit nur am Gießen, oder? Oh, Scheiße. Ah.
Wollen wir mal gucken, wie gut wir jetzt durchkommen für den Rest. Ja, 45 Minuten, das ist schon ganz ordentlich. Na komm schon, Nene, pushen. Also toi toi, unserem LKW selbst haben wir nicht so viele neue Schäden zugefügt. Der Auflieger hat jetzt einen Schaden. Das muss aber jetzt nicht unbedingt was bedeuten. Also es könnte sein, dass das alles noch ganz gut funktioniert. Ich habe mir gerade gedacht, wer ist da mit Blinklicht unterwegs? Aber es ist tatsächlich Lichtschatten, sage ich jetzt mal, von draußen. Oder Lichteffekt, Reflexe von draußen. Ja, so kommen wir gut durch, wenn es so bleibt. Ne? 802, 801. Schauen wir mal, wann wir jetzt schlafen müssen, wie weit wir kommen. Und hier purzeln die Kilometer jetzt ja ganz gut. Ne? Da kann man nicht meckern. Und da hinten Gewitter, habt ihr das gesehen? Blitzer am Himmel. Gleich wird es auch wieder hell. 3.53 Uhr. Das kann so lange nicht mehr dauern. Dann haben wir wieder strahlenden Sonnenschein, hoffentlich. Gut, wenn es regnet, dauert es immer etwas länger. Sehen wir aber schon das erste Rot am Himmel. Es kommt echt alles von draußen, ey. Ganz diese Lichtreflexe. Die bald alles zumachen hier im Sommer. Sonst hätte ich mich jetzt verfahren, so 748. Theoretisch, früher haben wir die in einer Viertelstunde gefahren. Mal gucken, wo es hingeht. Warum bin ich eigentlich in die Strecke eingefahren? Jetzt ist wieder, ne, Navi-Intelligenz.
Kann man nur an seinem Geburtstag so bekloppt sein und so eine Tour machen? Echt, ey. Egal. Ach, es macht mir Spaß. Es ist halt so. Kannst du sagen, was du willst. Auch wenn ich hier manchmal so den Eindruck habe, ja, Alter, ich fahre jetzt schnell, schnell, damit das schnell vonstatten geht. Nee, ich habe wirklich Spaß dran, sonst würde ich die Spiele nicht seit 2017, als ich es mir gekauft habe, quasi kontinuierlich spielen. Sondern hätte es schon längst in die Ecke geschmissen. Und dann darf so eine Folge auch mal länger sein. Ich hatte eben, was hatte ich vorhin gesagt, eine Stunde? Ich denke mal, wir werden eventuell knapp drüber liegen. Mal gucken. Und lieber auf den Autobahnen kommen wir gut durch. Wir sind hier schon Richtung Köln unterwegs. Ich glaube, warte mal. Mal sehen, ob das passt. Ich werde da hinten wieder drauf geleitet. Aber das ist okay, ich werde jetzt hier nicht großartig ausgebremst. Von daher ist das okay. Monner im Stuttgart. So weit sind wir schon. Guck an. Ich könnte mich eigentlich auch ganz entspannt zurücklehnen und fahren. Das geht ja auch. So. Ja. Kopf hinten anlehnen. Schön ins Nackenkissen. Hier fahre ich jetzt dran vorbei. 668 Kilometer noch. Also hier gehen die Kilometer echt gut runter. Diese Traffic Density Mod scheint auch wieder zu funktionieren. Und du siehst so scheiße aus mit deinem... Da fehlt die eine Alu-Textur, ist das was? Text Alu oder Chrom oder sowas fehlt da. Naja. Erste Event-Tour und dann so lang. Keine Lust, von euch ausgebremst zu werden. Hier riecht es nach Parfüm. Wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Schulze, Berlin-Mariendorf. Ich dachte schon, da wäre. Ich habe erst Reinickendorf gelesen. Das wäre es mein Nachbar, aber. Ja. Ja, ändert sich nichts. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier rechts rüber sollen. Hat das irgendeinen Grund eigentlich? Also nichts, was ich in der Fahrschule gelernt hätte. Warum ich jetzt mit dem LKW auf die rechte Spur, also auf den rechten Streifen rüber sollte. Ja, mit einer Stunde kommen wir nicht ganz hin. In 5 Minuten werden wir nicht 597 Kilometer schaffen. Also es gibt schon wieder eine Tour über eine Stunde, ey. Unglaublich. Unglaublich. Guckt kein Mensch. Guckt kein Mensch komplett zu Ende.
Ich glaube, der Regen lässt langsam nach. Kann das sein? Oder wir fahren unter aus dem Regengebiet raus. Ich hatte kurz die Hoffnung. Ein bisschen trübe das Wetter. Aber was willst du machen? Das eine willst du, das andere musst du. So, wenn ich hier durch bin, werde ich mir erstmal einen schönen Kaffee kochen. Straßburg, Mannheim. Eigentlich eine ganz entspannte Tour, muss ich sagen. Ja. Kann man nicht meckern. Oh, je. Ah, das war nur ein. Das war nichts Wildes, das passiert. Das passiert im Übrigen auch auf richtig harten Systemen. Auch schon öfter mal gesehen, dass auch Leute, die wirklich brutalste Rechner haben, dass solche Sachen da passieren. Also. Insgesamt bin ich zufrieden, muss ich wirklich sagen. CPU kaum ausgelastet, hat aktuell 73 Grad. Und die GPU, ich weiß jetzt nicht, ob das schon der letzte Balken ist, es schwankt. Also die ist, ich sag mal so, sie steht nicht dauerhaft unter Volllast und hat 66 Grad. Also alles völlig in Ordnung. Was mir jetzt auffällt nach dem Update jetzt in die finale Version, dass dieser, ich habe ja das DeepCool Morpheus Gehäuse, da ist ja draußen die Anzeige dran, die sich die Daten vom Mainboard holt. Direkt von den Sensoren. Und da muss ich. Nee, die ist nicht ganz ausgelastet. Die ist selten, dass sie ganz hoch geht. Also ich sag mal 80% vielleicht. Aber es schwankt tatsächlich. Und das hat es in der Beta-Phase tatsächlich nicht gemacht. Da war also immer voll Power. Also performance-technisch, ja, ist bei mir noch ein bisschen was drin. Da geht noch, da ginge noch was. Wenn man jetzt auch überlegt, dass ich ja hier an dem Rechner im Grunde genommen drei Monitore habe. Das heißt, ein 27er, ein 28er und die Capture Card, die auch als Monitor gesehen wird, finde ich mal, ist das eine ordentliche Leistung. Ist völlig in Ordnung. Und auch temperaturtechnisch, es könnte schlimmer sein. 70, jetzt 73 Grad unter Last, das ist völlig. Leute. Völlig super Temperaturen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit auch dem Gehäuse geschuldet, eben weil sehr viel Platz drin ist und. Lass mal ein bisschen schneller fahren, damit ich auch auf die Mittelspur komme, du Mittelspurschleicher. Will's wissen, oder? So ein Idiot. Ich habe einen Unfall verursacht. Warum? War da hinter mir was? Ich
meine, ich hätte kurz ein Motorrad gehört. So, die letzten 432 Kilometer für diese Tour. Dann haben wir was, 1600 oder so weg. Und wir sind jetzt aktuell bei einer Stunde. Wenigstens scheint die Sonne wieder. Ich denke, der Rest, ach, das habe ich schon öfter gesagt. Ich denke, der Rest geht jetzt ganz schnell, aber. Einiges los. Aber es ist schon so, wenn du so dahin cruist, wie man heutzutage ja so schön sagt, wie man sagt, man spürt nach einer gewissen Zeit schon so eine Müdigkeit. Ja, das kann man nicht leugnen. Also auch vom Computer, das macht aber dann wahrscheinlich so dieser Ton, dieser gleichmäßige Ton vom LKW. Von der Gegenseite geblitzt, ja, nee, ist klar. Und ich würde aber mal behaupten, rein erfahrungstechnisch, dass wir diese 383 Kilometer, die da jetzt noch auf der Uhr stehen, dass wir die schaffen, ohne dass wir nochmal schlafen müssen. Also einmal hätten wir so oder so schlafen müssen. Da wären, auch wenn ich am Anfang da nicht schon blaue Bettbeinchen gehabt hätte, einmal hätten wir sowieso schlafen müssen. Da wären wir nicht drumherum gekommen. Und das haben wir ja möglichst weit rausgezögert, von daher. Kann man jetzt nur hoffen, dass von der Fracht nicht viel beschädigt ist. Warum blitzen die mich eigentlich alle von der Gegenseite her? Das kann doch gar nicht sein. Warte mal, 320. Können wir auch hier weiterfahren? Der wollte mich jetzt über den Rastplatz schicken, ernsthaft? Echt nur ein Rastplatz, oder ist da eine Waage? Nee, ist nur ein Rastplatz. LKW auf der rechten Spur, ja. Aber, Alter, bist du bescheuert? Nicht ganz dicht, der fährt mir auch in die Karre. Bin aber hier so ein bisschen. Ich muss ein bisschen zurück. Hier durch. Das ist schon die Schweizer Grenze. Ich meine, auch wenn da Texturen fehlen, aber irgendwie sieht das cool aus. So.
Das war's schon. Noch 343 Kilometer vor uns. Ja, damit sind wir in der Schweiz, ne? Hier raus. Zürich, Winterthur. Das klappt doch heute. Ja, nee, wenn ich mir das Bettchen da so angucke, das sollte klappen. 307 Kilometer noch. Brückenkonstrukte in der Schweiz. Stahlblauer Himmel. Muss ich jetzt mal gucken, hier müssen wir auch raus oder geradeaus weiter? Ne, geradeaus weiter, ne? Hier rum, ne? Genau. Ja. Ja, ich sag mal, so ein Video jetzt über eine Stunde, das tut sich doch kein Mensch an, oder? Wer bis hierher geguckt hat, nee, wer bis zum Schluss guckt, da sage ich gleich was zu. Sagen wir, haben doch giftig. Unser Zeugs ist giftig, was wir hier drin haben. Ja, guck mal, da vorne auch pink und die Seitendinger, das ist garantiert Chrom oder sowas oder Alu. Die Alu-Texturen fehlen. Würde aber theoretisch Folgendes bedeuten, dass SCS auch was an den Texturen gemacht hat. Weil wenn ich richtig informiert bin, werden bestimmte Texturen aus dem Spiel geholt. Und die scheinen hier jetzt irgendwie zu fehlen. 800 schon. Wow. Also kostet 1 km/h 100 Ocken oder wie? Ah ne, 40, ne? Bei 10 zahle ich 760 und 1 km/h kostet 40 Ocken. So, für uns geht es geradeaus weiter. Und wir nähern uns dem Ziel.
werde ich mal gucken mit den Frachten, wie das genau ist, was man dort erfüllen muss. Ich weiß, in die Schweiz rein, ja, das ist also auf jeden Fall alles okay. Obwohl, wenn wir Aufträge zum Event suchen, dann werden uns die angezeigt. Das passt ja immer irgendwie. Nächsten Touren werden dann natürlich entsprechend kürzer. Aber an meinem Geburtstag hatte ich Lust, eine längere Fahrt zu machen und deswegen kriegt ihr heute einen Tag nach meinem Geburtstag entsprechend ein langes Video. Bisschen ruhiger als sonst. Ausgeglichener, man wird ja auch älter, ne? Ist so. Ja, auch der Traffic Mod läuft hier auf den neuen Strecken gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wirklich auf den Elektro-Renault, wenn wir den dann auch mal entsprechend testen. Und ich hoffe, dass, gut, man wird die Lackierung nicht komplett so nachstellen können, also das mit dem Leuchten und so weiter, aber ich hoffe, dass man zumindest die Lackierung entsprechend machen kann. Das Leuchten muss dann ja nicht unbedingt sein, aber dass man erkennt, was man da hat, ne? So, wir müssen hier hoch, okay. Ja, und die letzten Kilometer schaffen wir jetzt auch noch. Hat relativ gut funktioniert, also keine großartigen Zwischenfälle oder sowas. An dieser Stelle mein Wunsch an alle die, die ohne Abo gucken, lasst einfach mal ein Abo da, kostet euch nichts. Aktiviert die Glocke, damit ihr erfahrt, wenn es was Neues gibt. Lasst einen netten Kommentar da, lasst ein Däumchen da. Triggert den Algorithmus. Vielleicht sollte ich die Chat-Freigabe mal, ja, nicht so, dass ich jedes Video, dass ich jeden Kommentar überprüfe. Werde ich aber wahrscheinlich auch einige überlesen. Dann werden hier wahrscheinlich die Bots reinschreiben oder so. Aber okay, gegen die hast du sowieso keine Chance. Mal davon ab. Was haben wir hier? Ich muss hier hoch, wa? Warum fährt denn der Eimer nicht? Schweiß. Aber ganz ehrlich, auch hier wieder Navi, ne? Ich hätte doch einfach unten durchfahren können. Man sieht es leider immer zu spät. Welchen Sinn hat das jetzt hier gemacht, außer dass es Zeit gekostet hat? Der hat mich angeditscht. Eieiei, was ist das denn da? Ist ja so einer. Ach so, Baustelle. Ah, okay.
Gut. Also okay, ich korrigiere mal einen. Ich hatte vorhin gesagt, so eine Stunde könnte man schaffen. Ja, es werden wohl 1,5. 100 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Ja doch, 1,5 Stunden Video. Meine Fresse. Da kann YouTube wieder Werbung reinknallen ohne Ende. Ey. Ja, das Übliche, ne? Geschwindigkeitsübertretungen und ja. So. Jetzt ist das Bett rot, aber wir haben nur noch 70 Kilometer und die schaffen wir locker damit. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Nach dem ersten Bußgeld, so war es in der Vergangenheit, konntest immer noch so circa 100 Kilometer damit fahren. Genau, ach, das ist super. Dann haben wir es gleich geschafft. Werden wir noch mal fotografiert. Okay. Werden müde. Ja, mag sein. In Genf werde ich gleich eine Werkstatt aufsuchen, den Wagen reparieren, schlafen, nächste Tour rausholen, aber erst nach dem Schlafen. Und die letzten 23 Kilometer schaffe ich jetzt noch locker. Däumchen hatte ich euch schon gesagt. Wie wäre es eigentlich mal, wenn du bis zur Sichtlinie vorfährst, du Vollpfosten? Und dann sind wir gleich auch schon da tatsächlich. So, Ampel wird grün. Nun fahr doch, dass wir bei Grün noch rüberkommen, du Pflaume. Mann, du, das darf nicht wahr sein, weißt du was? Scheißegal, ob ich einen Unfall verursacht habe oder nicht, aber der geht mir doch auf den Senkel hier. So.
Mensch, noch mal. So blöd zum Autofahren. Der brauchte eine Lektion, liebe Leute. Mach weg, ich muss wissen, wo ich lang muss. Noch eine rote Ampel, egal. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf rote Ampeln. So. Die sind nicht teurer geworden, trotz Inflation. Gut, aber in der Schweiz sieht das vielleicht mit der Inflation noch wieder ganz anders aus. Leute, wir sind am Ziel angekommen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Für alle, die bis hierher zugesehen haben, können ja mal... Gollum in die Kommentare schreiben. Ich hatte mich vertan. Da musste ich da mal einmal zwischendurch. Ja, also der grafische Unfall. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also dieses Brückendingen, das funktioniert nicht. Der versucht, einen Auflieger hinter sich herzuziehen. Ich meine, er versucht es nicht, er macht es. Da müssen wir hin. Dann war es das für heute. Nochmal vielen lieben Dank. Und wir sehen uns morgen dann aber mit einer kürzeren Folge entsprechend wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin und wir gucken uns noch an, was das Ergebnis ist.